Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe ein neues Zimmer. Ich bin ins neue Zimmer eingezogen. Das war monatelange Arbeit neben meinem Hauptkanal. Ja, was soll ich euch erzählen, Freunde? Es kommen hier Videos, wann Videos kommen. Haltet euch da nicht fest, wenn nur ein Video in einem Monat kommt oder mal drei Videos in einem Monat oder alle 15 Jahre mal ein Video, ist in Ordnung. Wichtig ist, ich bin wieder zurück, euch ein verspätetes frohes neues Jahr hier auf dem Kanal. Und ich weiß, ich höre es schon. Ich kann es hören. Ihr wollt eine kleine Roomtour. Ich bin mir sicher, ihr habt es gerade gesagt. Jemand, der das Video gerade schaut, dachte sich im Kopf, zeig doch mal eine Roomtour. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß, wir gehen rein. Eine kleine Roomtour und danach geht's weiter mit dem Video. Okay, hier kommt man erstmal rein, Freunde. Ich bin in der dritten Etage. Dann kommt hier direkt links mein Setup. Das ist auch die Kamera, also das ist die Sicht, die ihr seht hier. Aber da kommen wir gleich zu. Hier habe ich zwei IKEA-Kommoden geholt. Die heißen Alexa oder Alex-Kommoden. Pro Kommode zahlt ihr hier 60 Euro und eine Tischplatte, die könnt ihr bei Obi holen oder sonst wo für, ich glaube, 40 Euro. Tischplatte ungefähr 40, pro Kommode 60er und somit, wie gesagt, bin ich auf 160 Euro. Die Tischplatte war eigentlich länger, habe ich mir dann abgesägt, aber ja, sieht eigentlich clean aus. Ich muss sagen, ich habe halt sehr, sehr viel, ne? Kamera, Mikrofon, vier Monitore, Halterung, die Elgato-Lichter, Playstation, PC, Erweiterungskabel, HDMI-Kabel, Stecker und ja, deswegen. Ich habe probiert, so gut es geht, alle Kabel zu verstecken. Hier kann man rausschauen, hat man eigentlich eine coole Aussicht. Kann ich euch jetzt nicht leaken, aber ich zeige euch mal ungefähr, ihr seht ihr das so. Sieht man ja eh nichts, wie hoch das ist. Ich bin wie gesagt in der dritten Etage ganz oben. Das auf jeden Fall kurz dazu. Ich will mir hier noch Gardinen ranhauen, ist aber wie gesagt erstmal so provisorisch. Dann haben wir hier, also die Fensterbank muss ich noch aufräumen, sind ein paar Armbänderketten. Dann geht es hier weiter. Und zwar, hier will ich mir, jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, die Wand ist ja noch komplett leer, einen Spiegel wahrscheinlich, so ein, in der Luft so einen Spiegel hinhauen, damit ich auch einfach einen Spiegel im Zimmer habe. Und Zimmer sieht ja komplett leer aus, alle Wände sind komplett weiß, alles wird frisch gestrichen und deswegen entweder ein Spiegel oder sagt ihr vielleicht so ein cooles Bild für den Hintergrund, weil das ist ja dann so das, was ihr im Hintergrund seht. Und das Bild habe ich jetzt aber provisorisch dahingetan. Das war von Displayed, so Napolis Innenstadt, eigentlich ganz cool. Hier habe ich so eine LED-Lampe, so eine Kugel, kann ich auch steuern, kann ich die Farben ändern. Hier habe ich eine Kerze, das hat mir mal meine Freundin geschenkt. Hat einen sehr, sehr, ich wollte schon Geschmack sagen, aber nee, riecht auf jeden Fall sehr gut. Die zwei kommen gleich weg, die wollte ich den Kollegen schenken, weil ich die derzeit nicht benötige. Und da habe ich noch eine Alexa stehen. Dann geht's weiter, Freunde, und zwar ein Bett. Hab Tisch bestellt, sogar schon im November, weil ich wusste, Ende Dezember ziehe ich ein. Sowas braucht lange zum Liefern und habe es 6 Wochen vorher bestellt. Kam einfach nicht an, ich habe hin und her telefoniert, habe es geschafft am Ende zu stornieren, weil das Bett ist das teuerste eigentlich aus dem Zimmer. Das hat mich 800 Euro gekostet. Ich habe es jetzt auf einer anderen Seite neu bestellt. Ich blende euch ein Bild im Hintergrund ein. Also wenn das ankommt, ich werde euch nochmal eine Roomtour machen, nur wegen dem Bett. Das wird eine 10 von 10. Ich habe jetzt eine neue Matratze, die kam auch schon an, vor ein paar Wochen. Das ist eine, ich glaube, 1,60 Matratze, 1,80 Matratze. Und ja, weil auch Freundin hier pennt und da muss ja Platz sein. Ich hatte davor so eine kleinere Matratze. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, ich bleibe nicht am Boden. Ne? Das wird jetzt nur so lange sein, bis das Bett ankommt, provisorisch. Dann haben wir hier einen Fernseher, ich glaube 55 Zoll, so rum, von Samsung. Hatte ich mir, glaube ich, vor 2 Jahren zum Black Friday geholt. Hier ist noch ein bisschen Kram. Mein Main-Parfüm, mein Hauptparfüm. MacBook liegt da noch. Hier habe ich so eine Ladestation für Apple Watch, iPhone und AirPods, Kaugummis. Paar Weihnachtsgeschenke und ja, da hinten ist noch ein Kühlschrank, den will ich eigentlich auch da weghauen, der ist auch eigentlich nur provisorisch gerade. Den wollte ich mir eigentlich hier auf den Schrank hauen, nur der ist zu breit und wird da nicht drauf passen. Aber ja, das ist das Zimmer, ich kann mal kurz das Licht nochmal ausmachen. Sieht eigentlich clean aus und ja, ist noch nicht fertig. Wie gesagt, Gardinen, Bett, aber damit ihr mal so eine Roomtour habt und euch vorstellen könnt, ein wenig, wo ich aufnehme und wie es bei mir, sage ich mal, aussieht, weil ihr ja immer nur die Facecam-Sicht habt. Damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie es im Hintergrund aussieht, mein Bett, wie gesagt, ist immer noch nicht angekommen. Die Aufnahme, die ihr eben gesehen habt von der Roomtour, ist schon 2 Wochen alt. Ich habe aber mittlerweile eine Versandnachricht bekommen, mein Bett soll Ende Januar geliefert werden. Ihr habt das Bett gesehen, ich habe es euch eben wahrscheinlich eingeblendet. Ist ein Brett, so vom Bild her, also ist kein Brett, ist ein Bett, aber ist ein Brett. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Aber okay, Friends, ich würde sagen, wir haben wieder eine Latest Pickup-Folge. Ich habe extrem günstige Sachen, also wahrscheinlich so günstig wie noch nie. Und die beste Winterjacke und die beste Hose, die ich in all meinen Videos bis jetzt gezeigt habe. Und damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wenn ihr mich fragt, welche Brand ich meiner Meinung nach
am stärksten derzeit in Deutschland finde, sage ich einfach Zara. Also all meine Sachen, auch das hier, was ich gerade trage, alles ist von Zara. Zara liefert seit jetzt einem halben Jahr, etwas mehr wahrscheinlich, extrem gut ab und haben mich komplett im Rucksack. Und ich habe euch diese Jeans hier einmal vorgestellt in dem einer der letzten Videos, die könnt ihr gerne abchecken. Heute werde ich euch nur eine Hose zeigen, wie gesagt, das ist meine Favorite-Hose. Und Zara hat, ich glaube jetzt seit Weihnachten, also seit Heiligabend, einen dicken Sale im Online-Shop, aber auch im Store. Ich war am Wochenende in Frankfurt, hatte ein geisteskrankes Hotelzimmer, ich kann es euch jetzt mal einblenden, mit meiner Freundin haben wir da am Wochenende verbracht und ich war auch da im Zara und sonst bin ich immer nur so, weil ich halt auch hier lebe in Köln, im Zara unterwegs und die haben auch in den Stores Sales, also die gleichen wie online, das finde ich sehr cool. Und diese Hose, also die Jeans habe ich ja auch in Blau, in der Farbe hier. Und die haben sie auch in einem Beige-Ton gedroppt. Und das hier ist die erste Hose, die ich euch vorstelle. Ich werde euch jetzt in einem Fit-Video reinbegleiten. Sie liegt bei 25 Euro. Ich habe sie mir geholt, direkt als sie verfügbar war, am Heiligabend. Und wenn ihr zukünftig sowas nicht verpassen wollt, folgt mir auf Instagram. Blende ich euch jetzt einmal gerne ein. Ansonsten The Real Paints eingeben, da findet ihr mich unter dem Namen. Da werde ich sowas in Zukunft in meine Story hauen, weil die direkt, also es ist gerade ausverkauft leider. Ich kann mal meine Cam kurz nach oben bewegen. Es ist, ja, komplett weg ist die Hose. Aber ich war, wie gesagt, am Samstag noch vor 2-3 Tagen, ich weiß nicht, wenn ihr das Video sehen werdet, Montag oder Dienstag, in Frankfurt im Store und sie hatten die Hose. Und ich war letzte Woche Dienstag in Köln und da hatten sie die Hose auch. Also geht in euren Zara Store, wenn ihr eine in der Nähe habt und sucht diese Hose, die werdet ihr draußen auf jeden Fall noch finden. Und die gibt es halt, wie gesagt, auch in diesem hellen Blau. Aber ich habe gesehen, sie kommt jetzt auch die nächsten Tage in diesem Ton raus, in so einem dunklen Blau, nicht in diesem hellen Blau. Ich habe mich extra benachrichtigen lassen hier und habe meine E-Mail eingegeben, zack, kurz eingegeben und werde mich da benachrichtigen lassen, weil die brauche ich auch. Dann habe ich alle drei. Kommt eigentlich zu dem Grund auf, warum ich das Video überhaupt aufnehme. Ich hatte diese Hose mit einem Fitbild in meiner Instagram-Story, ganz classic, einfach vom Spiegel kurz. Und ich habe so krank viele Nachrichten bekommen, woher ich diese Cargo habe. Fit von der ist sehr, 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 sehr stark. Und wir können auch direkt, wenn ihr das Fit-Video gerade seht im Hintergrund, weitermachen. Mit dem Longsleeve, was ich hier auch gerade anhabe. Ich kann mal kurz aufstehen. Hier, da habe ich jetzt kein extra Fit-Video aufgenommen, aber den Longsleeve habe ich mir auch Samstag im Zara Store geholt, 15 Euro. Bin der Fan gerade davon, vor allem zu Hause laufe ich sehr viel mit ja, Longsleeves rum und kann man auch gut unter einer Winterjacke gut anziehen, darunter vielleicht noch ein Unterhemd, um es etwas wärmer zu haben. Bei uns ist es heute minus 7 Grad. Aber ja, ich bin irgendwie in diesem Longsleeve-Film, also in dem, ich weiß nicht, die catchen mich gerade so hart und ja, das auf jeden Fall auch von Zara, das auch mit rein ins Latest, in den Latest Pickup. Das auf jeden Fall zu meiner Cargo und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und wenn es heute günstig ist, ich habe es euch gesagt, das günstigste Video gefühlt, dann machen wir weiter, Freunde, und bleiben günstig. Und zwar haben wir die Winterjacke, die ich jetzt seit, ich glaube, November habe. Habe sie damals noch für 80 geholt. Und Zara dachte sich, ey, wir hauen jetzt ein Angebot raus. Die liegt bei 45 Euro für eine Winterjacke. Vergleicht es mit den Modemarken, also mit den ganz großen deutschen Modenbrands vor allem, die ungefähr bei 160 bis 220 liegen, die Jacken. Und ihr habt ja eine Winterjacke für 45 Euro. Ich habe sie, wie gesagt, hier für 80 noch geholt gehabt, ist aber jetzt im Sale. Und ey, die ist ausverkauft in Schwarz, muss ich sagen. Komme ich aber jetzt auch zu. Sie gibt es auch in Beige, die hat mein älterer Bruder. Und ich habe sie auch von ihm. Der kam nach Hause vom Shoppen, hatte die Jacke. Ich fand die gestört und ich war selber noch auf der Suche nach einer Winterjacke. Und er meint, ey, die gab es noch in Schwarz und so. Bin ich direkt einen Tag später auch zu Zara und habe mir sie in Schwarz geholt. Und ja, im Beige ist die genauso krass. Also im Beige auch der Fit und so. Ich blende euch jetzt auch den allgemeinen das Fit-Video von mir ein. Und Freunde, guckt euch allein das Bild hier an, das Produktbild. In Schwarz hat die noch so eine glänzende Optik, was ich, also nicht die ist übertrieben, aber die ist leicht glänzende. Und ich blende sie euch jetzt einfach ein. Schaut euch an, das Fit-Video. Es ist gestört. Und auch das, warum ich euch das zeige, obwohl es ausverkauft ist, wenn ihr euch fragt, Robby, das ist doch eh ausverkauft, warum zeigst du uns ein Produkt, was wir uns nicht mehr mäßig nachkaufen können? Es ist draußen noch verfügbar. In Frankfurt, in Köln war ich ja die letzten Tage. Die Jacken gab es da, die hängen da immer noch rum. Sehr viele auch in Schwarz. Im Beige gibt es auch noch sehr viele. Probiert sie an. Ich trage eine Größe S, aber allgemein, welche Größe ich wo trage, auch bei der Hose, ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also könnt ihr euch gerne ein Bild machen, welche Größe ihr ungefähr braucht.
meine Körpergröße, Gewicht und so steht alles in der Videobeschreibung. Unter 100 Euro und ihr habt gefühlt einen Fit fertig. Also auf der Hose könnt ihr ein weißes T-Shirt tragen. 20 Euro bei Uniqlo oder auch woanders könnt ihr euch einfach ein Basic-Shirt, ein weißes Uniqlo Basic Oversize-Shirt holen und habt da unter 100 Euro ein super Outfit zusammen. Dann habe ich mir bei Zara, das war für Weihnachten, aber gehört halt in die Ladies Pickups rein. Ich habe sogar 40 bezahlt, liegt gerade auch nur bei 20, deswegen zeige ich euch, das ist hier ein komplettes Zara-Video gefühlt. Habe ich mir zu Weihnachten so ein Polo Longsleeve geholt in einem Grauton. Ja, hatte ich auch zu Weihnachten an. Blende ich euch jetzt im Hintergrund ein. Ich glaube, es war im Hintergrund im Fit-Video nicht gebügelt, ist aber auch eine klare Empfehlung von mir. Ist mal was anderes, kommt halt auf die Tage an. Wie gesagt, zur Weihnachtszeit war es jetzt sehr cool. Oder wenn ihr mal irgendwo hin müsst, zu einem Familienessen, Abendessen, mit einer Freundin raus, mit Kollegen raus, kann das, wenn man so ein, sag mal, etwas eleganteren Fit haben möchte, kommt es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Kann man aber auch lässig tragen. Ich muss sagen, ich trage keine S drauf. Hätte auch eine M nehmen können, weil es schon dann etwas oversized wäre. Aber trotzdem bin ich zufrieden. Ihr seht auch hier Fitbild von Model. Sieht sehr, sehr clean. Ja, noch näher bitte, damit ich gar nichts mehr sehe. So, sieht auf jeden Fall sehr clean aus. Ihr seht es. Kann man rocken. 20 Euro. Macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Und sie haben es einmal in so einem Braunton. Wie gesagt, grau und in einem dunkelblau. Das soll kein Schwarz sein, richtig? Das ist so ein dunkelmarinblau. Leute, die jedes Video hier verfolgen, wissen, das ist so mein Favorite-Parfüm von Prada. Da bin ich komplett da. Warte mal. Ja, der Fokus ist jetzt nicht gut. Aber ich werde die euch auch in der Beschreibung verlinken. Von Prada ist das mein Lieblingsparfüm. Und ich habe noch einen Tom Ford Duft. Habe ich mal vor, ich glaube, 2 Jahren geholt. Aber ich identifiziere das einfach mit mir, weil ich es seit Jahren trage. Meine Freundin hat mir das, sage ich mal, zu Weihnachten neu geschenkt. Und das ist Tom Ford. Die Aussprache wird jetzt ganz verrückt. Ombre Leather. Irgendwie so. Werde ich euch auch in die Beschreibung hauen. Gehört auch zu den Ladies Pickups. Habe ich mir beide neu geholt oder neu geschenkt bekommen, weil sie mitbekommen hatte, dass meins leer war. Wenn ihr nach einem guten Parfüm sucht und irgendwo mal von mir gecatcht wurde, wenn ich euch eine Hose empfohlen habe und ihr das nachgekauft habt oder ein Oberteil und denkt, ey, ich vertraue Robby, believed, Freunde. Holt euch eins davon. Gestört. Bevor wir Zara abschließen, weil mehr sollte jetzt erstmal nicht kommen zu Zara, ich habe jetzt kein allzu großes Ladies Pickup Video, wollte aber unbedingt den Sale zeigen, bevor das jemand nicht gesehen hat, weil schon sehr viel ausverkauft ist. Geht vor allem draußen Zara und schaut nach. Ich hatte diese Hose auch an, habe ich euch auch im letzten Video gezeigt. Ich blende euch hier nochmal einen Fit von der Umkleidekabine an. Hatte hier das Problem, dass wenn ich Größe 38 genommen habe, es oben nicht zuging. Da musste ich die Hose oben auflassen und wenn ich 40 genommen habe, ging es oben zu, aber unten war die Hose so breit, dass man meinen Schuh gar nicht mehr gesehen hat. Deswegen konnte ich mir die Hose einfach nicht kaufen. Und ja, wenn sie euch passt, geht sie anprobieren. Wenn ihr eure Größe kennt, bestellt sie euch. Farbe kommt sogar in Real Life. Ihr seht es vielleicht auf einem Fitbild von mir, wo ich die anhatte. Nochmal besser und sieht sogar nochmal cooler aus, finde ich, wie hier auf dem Bild. Dann hatte ich euch ja Scuffers gezeigt. Und habe euch gezeigt, dass ich habe euch ja ein Video hochgeladen gehabt, wo ich meine Black Friday Einkäufe gezeigt hatte. Und hier ist mein Shirt angekommen von Scuffers, was ich mir geholt hatte, glaube ich, für 30 Euro. Und das wollte ich euch einfach mal kurz einblenden, weil das auch erst jetzt, sage ich mal, im Dezember angekommen ist und ich euch das noch nicht vorgestellt hatte und es halt auch immer noch auf der Webseite von Scuffers verfügbar ist. Deswegen hier einmal im Hintergrund ein Fit-Video, wie das fittet. Ist sehr, sehr clean. Ist schon sehr cropped geschnitten, muss ich sagen. Tragt da eine M drauf. Eine S wäre mir da etwas zu cropped. Da hätte man meinen Bauch schon gesehen. Also es ist auf jeden Fall gut cropped geschnitten, aber Scuffers halt. Qualität und Fit. Das macht es bei Scuffers aus. Die könnten da sogar einen Elefanten designen, wie der eine Giraffe im Schwitzkasten hält. Ich würde es rocken, weil einfach der Fit und die Qualität bei Scuffers so krank überzeugend ist, wie keine Marke, die ich jemals, also ein Brand oder sonst was, die ich mir jemals gekauft habe. Das habe ich auch schon in den letzten Videos gesagt. Deswegen würde ich mir bei Scuffers alles holen. Und die haben allgemein sehr, sehr krasse Sachen. Auch hier der Stricksweater, den hatte ich euch auch in den letzten Videos gezeigt. Sieht auch sehr krass aus. Hat so einen Rückenprint nochmal, aber sonst sehr clean gehalten. Naja, das auf jeden Fall kurz zu Scuffers, kurz zum Shirt. Und dann machen wir nochmal weiter, weil ich habe mir zu Black Friday nochmal so ein Basic-Shirt geholt, weil ich da wirklich immer in den verschiedensten Richtungen seit Jahren kaufe, um diese perfekten Basics zu finden. Bin da bei 6PM gelandet, weil, ihr kennt ja diese, wahrscheinlich viele von euch, diese Ashraf-WhatsApp-Gruppe, und ich habe da ein Basic-Shirt für 15 Euro mehr gattern können. Und ich habe das hellgraue ja schon und ich habe mir das dann in dem roten Ton geholt. Ja, ist aber gar nicht hier. Vielleicht, weil es ausverkauft ist, so ein knalliges Rot. Oder warte?
Finde ich das? Nee. Fit-Video blende ich euch jetzt einmal ein. Hier eine kleine Kritik von mir. Ich habe zwar nur 15 Euro bezahlt und bei dem Grauen habe ich aber damals halt die 54 bezahlt, die man, also wie viel es halt so kostet. Problem ist hier, sobald ich es wasche und sonst ist es ja immer in Ordnung, egal was ich wasche, gehen die Sachen von 6PM, zumindest die Shirts, bei mir extrem ein und ich kann das Gefühl nicht mehr tragen. Hab mir hier eine S geholt, würde dann in Zukunft, weil ansonsten Qualität und so, braucht man nicht drüber zu reden, ist immer noch sehr stark bei 6PM. Auch der Fit gefällt mir, dass die Ärmel nicht wirklich bis zum Ellbogen gehen, sondern kurz davor finde ich etwas cooler. Problem ist halt hier, wie gesagt, nur die Sachen gehen bei mir irgendwie ein, egal wie ich es wasche, auch wenn ich es nach Waschhinweis wasche bei mir und deswegen würde ich mir in Zukunft eher eine M kaufen, weil wenn es dann eingeht, ist es immer noch so. Es ist jetzt etwas kurz geworden, aber ja, das auf jeden Fall zu meinem zweiten Shirt, was ich mir geholt habe, weil ich zum Sommer gut ausgestattet sein will mit geilen Basic-Sachen, geilen Shirts und dachte mir, ey, mal so ein knalliges Rot kann cool kommen und habe halt auch nur 15 Euro dafür bezahlt. Dann nochmal etwas Schmuck, die habe ich beide von meinem Bruder geschenkt bekommen. Einmal so eine Tennis-Chain hier, das kann man auch hier ganz gut erkennen. Und einmal so ein Jesus-Piece als Kette. Auch sehr, sehr clean. War also beides etwas teurer, kann ich euch mal. Also beides, ich glaube im 120er bis 150er Bereich, kann ich euch aber gerne mal in die Beschreibung hauen. Kommt sehr, sehr clean und ich bin ja allgemein eher der Silberschmuckträger. Aber ja, das auf jeden Fall kurz dazu, Freunde. Kleine Ladies Pickup Folge. Ich lebe noch hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen immer habt, entweder hier in die Kommentare oder auf Instagram. Da bin ich auch immer erreichbar für euch. Ansonsten haut da rein. Schönen Tag euch und Peace. My hoes in contour, my clothes are Tom Ford. My bros, they want war, so lock. When I'm on tour, yo, tell your guys. It's funny, I'm getting to the bag. Got these niggas mad, they just went and started telling lies. Tom Ford boxes 7-5. Since I got racks, I must have heard every lie. There's a long list of rappers, I didn't get in line. I said I'm coming.